Christiane schreibt, alles und das mit 40 genauso. Und ich empfehle es jedem. Lebt eure Träume und lasst euch nicht davon abbringen. Ich finde das mega, mega geil. Die liebe Christiane hatte ja eine Top-Manager-Position, ja, und dann geht sie davon weg, geht wieder in die Schule, ja, und fängt wieder ganz unten an, um ihren Traum zu leben, ja. Und geht jetzt mal ein paar Jahre durch, ja, und hat dann wirklich Wahnsinn. Ich finde das so, so großartig. Also ganz, ganz tiefer Respekt, liebe Christiane. Freue mich sehr, wenn wir uns auch wieder sehen. Und hier unsere drei wundervollen Menschen auch, Yvonne, Ingo, Henning. Sie leben ihre Träume, sie leben ihre Passion. Dafür stehen sie jeden Tag auf, ja. Und genau um das geht es in unserem Leben, ja. Auch alle drei sind in der One Million Mastermind ein ganzes Jahr mit mir unterwegs, ja. Auch da ein ganz, ganz klares Statement. Ja, ich bin dran, ich ziehe die Dinge durch, ich lerne. Und das, was ich in dieser kurzen Zeit schon alles getan habe, das ist einfach nur Magie pur. Yvonne, warum hast du dich dazu entschieden? Ja, es war diese Erkenntnis, dass das Potenzial viel größer ist als das, was ich zu diesem Zeitpunkt geleistet, Anführungsstrichen geleistet habe. Und viele merken das auch so, ja, irgendwann werden die Kinder so ein bisschen älter, gehen in die Pubertät und plötzlich verschiebt sich so deine Realität, dein Leben ist irgendwie plötzlich ein bisschen anders. Ja. Und wenn du dann noch merkst, okay, da ist so viel mehr möglich, da ist so viel mehr Potenzial da, ich kann so viel mehr tun als das, was ich jetzt mache, weil ich habe eine Perspektive, ich habe Möglichkeiten. Da habe ich gesehen, okay, die One Million Mastermind ist das perfekte, ja, Vehikel dafür, alles umzudrehen, alles zu in Frage zu stellen und völlig aus mir rauszugehen. Und ja, viele sagen, ich strahle wieder und das ist schon mal eines der absolut schönsten Dinge, die die One Million Mastermind hervorgebracht hat. Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Nebst all dieser wunderschönen Gemeinschaften, nebst diesen Freundschaften, die sich gebildet haben, nebst diesen vielen, vielen schönen Orten, die wir haben. Und um das geht es einfach, ein Commitment zu geben. Weil mein Freund Einstein sagte, er versteht es einfach nicht, dass die Menschen nur mit 5 bis 10% ihrer Möglichkeiten leben. Ja? In uns steckt so viel mehr drin, aber manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht. Und hier geht es wirklich, wirklich darum, ja, sich aufzumachen und wirklich, wirklich Speed of Implementation, neue Dinge zu implementieren. Und wenn man die Yvonne sieht, wie sie vor einem halben Jahr noch war und heute ist ein komplett anderer Mensch, ja. Mega, lieber Ingo, warum hast du dich entschieden für die One Million Mastermind? Ich habe mich entschieden, weil ich einfach weiterkommen möchte. Ich habe ja vor 4 Jahren bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und das war schon ein Riesenschritt und jetzt möchte ich einfach weitergehen. Ich möchte noch größer wachsen. Ich möchte den größten Gesundheitskongress Deutschlands oder wenn nicht sogar Europas dann aufbauen, weil es gibt so viele Vorbilder da draußen, die ich gerade habe. Ja, dieses ist aber meistens Übersee, aber ich möchte das auch nach Europa bringen. Und genau darum bin ich dabei, um einfach viel zu lernen, wie man ja auch mal Aufgaben abgibt an andere. Und nicht immer alles alleine machen muss, weil wer alles alleine macht, der, ja, der kommt nicht so weit, der powert sich aus und ja, hat dann später keine Energie mehr, um noch weiter voranzukommen. Und das verspreche ich mir halt von der One Million Mastermind. Mega, mega. Und als Visionär sage ich dir, wir werden nicht Deutschland den größten Gesundheitskongress machen, nicht europaweit, sondern wenn es schon die Welt gibt, ja, lass uns das einfach anstreben, ja. Wer einmal weiß, wie es geht, lass uns die Big Vision leben, ja. Also, für alle, die hier zuschauen, zuhören, merkt euch Ingo Lienemann, ja. Sehr schön. Henning, warum bist du in der One Million Mastermind? Was macht das mit dir? Ja, nachdem ich eine Ausbildung als Speaker bei dir gemacht habe und auch mein erstes Buch geschrieben habe, jetzt vor kurzem mit meiner lieben Frau zusammen das zweite, war natürlich klar, an so Erfolgsstorys muss man dranbleiben. Und es war einfach so, auch da wieder,
eine Ausbildung, die weit über meine normale Komfortzone und Bubble hinausgeht, also wirklich als Unternehmer zu denken, wie kann ich ein Lebenswerk kreieren, nicht nur in meiner kleinen Praxis, sondern weit über die Grenzen meiner Praxis Deutschlands und vielleicht auch der Welt hinaus, zu sagen, was hinterlasse ich denn, was habe ich vielleicht zu geben, was vielleicht kein anderer hat, aber das auch nachhaltig zu hinterlassen. Und da braucht es einen Visionär, der einem die Potenziale, die man selber nicht erkennt, zeigt und einem aber auch zeigt, wie man die umsetzt, was die Mechanismen sind, wie man damit umgeht, wie man die nach draußen bringt, weil man selber würde sich entweder nicht trauen oder würde nicht an sich selber glauben. Und Ja. das ist halt bei dir ein absoluter Gamechanger und natürlich ja jeden Monat woanders in Ecken der Welt, wo ich noch nie war, die vielleicht auf meiner Bucketlist standen, aber wo ich sagen würde, wer weiß, wann ich da mal hinfahre, also wieder diese Aufschieberitis, mache ich irgendwann mal. Nein, mach es lieber immer gleich. Und das ist halt einfach auch, wie Ingo gesagt hat, die Gemeinschaft, die verschiedenen Inputs, weil jeder eine andere Sichtweise hat, und dann auch zu sehen, wie entwickeln sich die anderen, da auch wieder dieses klassische, wie auf einer artfremden Fortbildung zu sehen, aha, wie macht es denn ein Heilpraktiker, wie macht es denn einer im Videokongress, wie macht es denn ein Humanarzt, was kann ich da für mich mitnehmen, um da gemeinsam zu wachsen, gemeinsam wirklich in eine ganz andere Liga einzutreten, ist absolut magisch, absolut bombastisch und ja, das hebt einen persönlich einfach ab von der Masse, sonst hätte es irgendwann geheißen, ja, wenn der Henning mal nicht mehr ist, ein kleiner Tierarzt, dann hätten vielleicht meine Patienten sich erinnert, aber so erinnert sich vielleicht irgendwann die ganze Welt an einen, weil man etwas geschaffen hat, was halt außergewöhnlich war. Wow, sehr, sehr, sehr schön. Alleine hier jetzt mit unserem Live hier. Wir tun das auch als Podcast hochladen, bei YouTube und auf Social Media kennen. Auch da haben wir was geschaffen für die Ewigkeit. Internet vergisst ja nichts. Viele sehen das absolut negativ an. Ich sehe, das ist sehr, sehr positiv, ja. Weil das, was wir heute Abend hier besprochen haben, auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure wertvolle Lebenszeit, um einfach, ja, das miteinander zu tauschen und einfach der Welt draußen zu zeigen, ey, es gibt noch andere Varianten, bevor du verzweifelt bist, wenn du irgendeine Diagnose kriegst und nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, dann bitte kontaktiere die Yvonne, kontaktiere den Ingo mit seinen gefühlt 100.000 Kongressen zu den verschiedensten Themen. Ja, da wirst du so viel finden. Und wenn du ein Tierchen hast, ja, kontaktiere den Henning. Ja, und ich kann dir eines sagen: Einschläfen geht ganz, 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 ganz schnell. Ja, eine Spritze und dann war's das. Ja. Aber so ein Tierchen am Leben zu halten und so ein Tierchen ein gutes Leben zu geben, ja, operiert ist auch ganz, ganz schnell, ja, und das kannst du alles nicht mehr rückgängig machen, ja. Ja, meine lieben Zuschauer hier, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch im Nachhinein, wenn ihr es im Replay anschaut, kommentiert einfach Replay. Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse von diesen wundervollen Experten hier? Und ja. Speichere die Daten, ja, machen wir da eben auch einen neuen Kantierarzt, ja, im Moment bin ich rückengesund, ja, schon klar, aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern, ja. Was man natürlich nie hoffen. Und dann ist natürlich einfach cool, wenn du dir auch Alternativen anschaust, ja, oder wie jetzt auch mit dem Ingo, dieser Kongress, eigene Kongresse zu machen, wie geil ist denn das? Ja, wir sehen uns wieder nächsten Dienstag, 20:45 Uhr, für alle, die dabei sein möchten, und jetzt wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Danke, danke, danke. Time to say goodbye und tschüss. Tschüss. So. Ja, super. Wie war's für euch? Sehr cool, wie War immer. cool, ja. Was hat's mit dir, was hat's mit dir gemacht, Ingo? Was mit mir gemacht hat, ja, das war, ich meine, ich mache das fast jeden Tag. Okay, gut. Super. Ein bisschen Plauderstunde, oder? Nee, ich finde sowas schön. Also solche Plapperstunden finde ich gut, weil die auch sehr viel Mehrwert bieten. Und das ist ja genauso wie Podcasts. Also heute habe ich mir einen Podcast angehört auf der Fahrt und da wird auch viel gelabert, aber da kommt auch viel rüber. Und Ja, wenn du ich nur finde es eine gut. einzige Sache mitnimmst, sehr, sehr schön. Und darum auch meine Empfehlung, sei immer wieder dabei, sei immer wieder dabei. Wie war es für dich, Yvonne? Sehr schön. Es macht wieder Übung.
geht natürlich in die Sichtbarkeit und auch für mich dann wieder auch klar zu werden, was sind so meine Ziele, was sind meine Missionen, meine Visionen und auch wieder, wie gesagt, eine Struktur reinzukriegen. Wir haben es ja mal vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir das zuletzt gemacht? Ein bisschen her jetzt. Ein paar Tage her, ja. Und Ja, da gab es ja so, genau, warte mal, ich mach mal hier aus. Nee, lass mal noch ganz kurz den Henning. Henning, was hat es mit dir gemacht? ja, ist cool. Es ist Training, weil gerade wenn man dann so stur in die Kamera guckt, man kann wieder auf seine Gestik achten, auf seine Handbewegung, auf seine Mimik. Einfach, dass man sagt, immer auf die Hände, gerade weil man hier nur ein begrenztes Bild hat, wieder auf die Hände achten, gerade in Vorbereitung auf unser Speaker-Training. Genau. Und ja, einfach wieder Sichtbarkeit und auch wieder coole Leute kennengelernt. Ich hab gleich der Frau Drechsler eine Freundschaftsanfrage geschickt, weil auch das spannende Menschen sind und man ja immer sich connecten kann. Ja, absolut. Absolut. Sehr gut. Dann wünsche ich euch jetzt.